Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber... Ja, ja, aber ihr verwirrt mich jetzt völlig mit euren Ansagen. Oh! Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Sollen wir hier rein, oder wie? Wo gehen wir hin? Nein. Jetzt machen wir Zeit gut. Ich hoffe... Signore, geht es euch gut? Ja. Of course. Grazie un puenti per ogni dolore. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Aber kamen wir nicht von hier? Ich bin total verwirrt. Wo gehen wir hin? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ich hoffe auch, dass sie mich mit reinlassen. Er hat vergessen, wo es lang geht. Wir sind auf Kurs. Okay. Dann links rum. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ja. Bald sind wir hier fertig. Ah, okay. Wir sollten da hinten hin. Ja, sehr schön. Ach, ist ja toll, dass mir das auch mal jemand sagt. Also gut, hier habt ihr eure Kisten. An wen sollen wir die geben? Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana! Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Oh, rein und raus. Dem Geld zum Bankier folgen, den Bankier eliminieren und dann fliehen. Gut. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. Ja. Das Ziel in weniger als 3 Minuten erreichen. Da ist das Geld. Dem gehen wir einfach mal hinterher. Seid ihr noch bei mir? Nein, seid ihr nicht. Ihr geht viel zu sehr hinterher. Hallo, Mädels. Nicht den Leuten hinterher, da muss ich hinterher. Okay, nee, sie geht bloß dran vorbei. Oh, mein Herz. Okay. Hier auch nicht unbedingt aufmerksam machen. Oh, und da vorne geht schon los, ich sehe es. Also gut, hier hoch. Und hinten rum. Sehr gut. Ich brauche mal was anderes zum Schießen. Was? Ach so, ich durfte keinen anderen töten, ne? Ja, da war was. Na gut. Ich hoffe, ich habe irgendeinen Checkpoint wenigstens schon erreicht. Ja, sieht gut aus. Aber hier darf ich doch gar nicht hoch, oder? Doch. Doch, natürlich. Aber ich bin gesucht. Sucht mich noch jemand? Ah, okay. Hier kommen wir wunderbar voran. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal da anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Okay,
Okay, die reden nicht mehr da oben. Wir müssen echt vorsichtig sein. Bloß nicht erwischen lassen. Kann ich mich da nicht irgendwo zwischendrängeln? Bin weg. Warte mal. Ja, das könnte das Richtige sein. Okay. Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Aha. Ziel ist in Bewegung. Wir müssen mal hinterher jetzt. Kommt mit, Mädels. Wir müssen hinterher. Geht mal weg hier. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Das Ziel läuft weg. Den hole ich mir jetzt. Ach Mann. Es geht so nicht. Gut, da er eh einmal im Kreis läuft, werde ich es anders machen. Werde ich ihn einfach von der anderen Seite erwarten. Was nicht funktioniert. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kost. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht so lohnen. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich den. Den holen wir uns schon. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Wo ist er denn hin? Er ist abgehauen. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Hä? Wieso ist er abgehauen? Das kann gar nicht passieren. Kommt mit, Mädels. Ja, kümmert euch um die Mädels. Geht weg. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald! Treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo, ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt, doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend.
Der gute alte Papst. Nein. Eliminieren Sie den Bankier unbemerkt. Warte, dafür muss ich einmal hier rein. So, und so. Ja, das ist relativ unbemerkt geblieben. Macht ihr mal weiter, zelebriert mal ein bisschen. Ich brauche mal mehr Zelebrationen hier. Vorne sind noch ein paar Damen, die nehmen wir mal mit. So, ach, guck mal, wen wir da haben. Genau, stellt euch einfach mal hier zwischen. Und ich brauche, was nehme ich denn, das da? Nee, das wird so nix. Whoppala. Bist du tot? Nein. Okay. Okay, alles gut. Wo ist er denn jetzt, Mensch? Ich sehe ihn gar nicht. Kommt mit. Warum haben die uns gesehen? Ich meine, ich habe extra die Guten dort engagiert. Engagiert. Ach, dumm gelaufen. Was soll's, versuchen wir es nochmal. Gibt's nicht vorne auch schon irgendwelche Damen, die wir dafür nehmen können? Natürlich nicht. So, du kommst erstmal mit. Nichts passiert, keiner da. Dann haben wir keine Damen. Okay, keine Gäste mehr da. Ja, sehr schön. Die schalten für uns auch die Wachen aus, die mich eigentlich nicht interessieren. So, es sollte mich wundern, wenn wir es jetzt nicht hinbekämen. Okay. Hier wird geschossen. Scharf geschossen. Ich hoffe nicht auf unsere Assassinen. Oh, bitte. Den holt mal bitte auch. Hallo? Den holen? Ja, sehr gut. Ach so, das sind meine Assassinen, die hier kämpfen und ballern. Ach so, ich dachte, die werden hier erschossen. Einer nach dem anderen. Gut, den da brauchen wir auch noch. Wie machen wir denn das jetzt? So. Ja. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Pfeil. Und tschüss. Also. Was ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Tja, mein Lieber, Ruhe in Frieden, aus dem Gebiet fliehen, das wird nicht allzu schwer.
Und Tschüssikowski. So, jetzt noch anonym werden. Ja, normalerweise sollten wir gar nicht erst entdeckt werden. Schon komisch. Aber okay, hat geklappt. Den Bankier unbemerkt von einer Bank aus eliminieren. Ach, von einer Bank aus, ups. Ja, ist ein bisschen schief gelaufen. Was soll's? So, Porträt von Juan Borja erhalten. Einkommen im Moment 22.416. Ach so. Im Banktresor sind die jetzt gerade. Na, dann ist ja alles gut. Okay, ich werde jetzt unsere Assassinen noch einmal auf die Jagd schicken. Wir sehen uns also im nächsten Part wieder, werden dann ein wenig ausgeschlafener als jetzt um 3 Uhr morgens. die nächsten Aufträge machen und natürlich auch wieder für Leonardo ein bisschen was erledigen. Vielleicht sogar in eine der Wolfshöhlen hineinblicken. Ich freue mich auf euch. Bis nachher.